guten Nachmittag oder Abend, je nachdem, wie wir das sehen. Also liebe Veranstalter und Honoratioren, meine Damen und Herren und auch liebe Jugendliche, die hierher gefunden haben. Fridays for Future ist eine wichtige Marke geworden. Ich habe das von Anfang an unterstützt. Holzbau for Future ist ein schöner Slogan. Warum das auch ein sinnvoller Slogan ist, will ich Ihnen erklären in meinem Vortrag, der im Wesentlichen aus zwei Teilen besteht. Nämlich zum einen die Klimakrise als solche, da will ich Ihnen den neuesten Sachstand einfach nochmal schildern. Und ich tue das bei ganz verschiedenen Veranstaltungen im Augenblick. Gestern war ich in Frankfurt am Main bei einer großen Investorentagung, wo es also darum geht, was kann die Finanzindustrie tun, um Anlagen zu tätigen, die die Zukunft unserer Zivilisation befördern, statt sie zu zerstören. Das ist wirklich die Gretchenfrage dort inzwischen. Und dann wiederum ganz praktische Fragen, wie kann ich durch Elektromobilität die Emissionen aus dem Verkehrssektor reduzieren? Und lange Zeit in der ganzen Debatte vergessen wurde der ganze Bereich der gebauten Umwelt, Hochbau, Tiefbau, Betreiben von Gebäuden und so weiter, nicht? Aber das ist mit der entscheidende Sektor, wie er zur Klimakrise beiträgt, das werden wir später diskutieren, die werde ich Ihnen erstmal schildern. Und es ist tatsächlich so, dass der Holzbau eine quasi geniale Lösung, zumindest eine Teillösung darstellt, die man lange übersehen hat, dass man aus Liebhaberei Holzbau immer weiter betrieben hat, durch die Jahrhunderte durch, das ist klar. Österreich tut sich da besonders hervor, Skandinavien natürlich, auch Japan. Aber dass das Teil der Lösung einer globalen Krise sein könnte, das hat man erst vor wenigen Jahren begriffen. Und ich habe das große Vergnügen, Ihnen eben vorzustellen, eine Studie, die wir vor 2 Wochen veröffentlicht haben in der weltweit renommiertesten Zeitschrift Nature, wo wir eine Systemanalyse der Holzarchitektur vornehmen, wie sie ihm helfen kann, die Klimakrise zu bewältigen. Insofern ist es wirklich hochaktuell, was ich Ihnen heute vorstellen kann. Also hier die etwas sozusagen provokante Frage, können wir uns aus der Klimakrise herausbauen? Ich will schon vorwegnehmen, teilweise ja, tatsächlich ist es signifikant. Aber beginnen wir zur Erinnerung, das war Paris 2015, die Pariser Klimakonferenz, Euphorie am Schlusstag. Ich war da mit dabei und da wurde beschlossen, völkerrechtlich, verbindlich, dass die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken ist. Ja, dass Anstrengungen unternommen werden sollen, sogar die Linie 1,5 Grad Erwärmung zu halten. Ob das möglich ist, ist eine andere Frage. Aber warum die 2 Grad wirklich sinnvoll sind, das werde ich Ihnen erläutern. Aber wenn Sie im Bekanntenkreis dann mal gefragt werden, Sie haben jetzt diese Vorlesung gehört, und warum eigentlich diese dämlichen 2 Grad? Na, wenn Sie also hier diesen Saal verlassen, gehen auf die Straße raus, dann ist es 15 Grad kälter. Sie werden aber deswegen trotzdem weiterleben. Und wenn hier die Klimaanlage ausfällt, dann wird es vielleicht 25 Grad hier. Die Antwort, die Sie geben müssen, wenn Sie jetzt im befahrten Kreis gefragt werden oder auch bei einer Fernsehdiskussion, ist: Die mittlere Temperatur der Erde ist das Ergebnis tausender von Ausgleichsprozessen in der Atmosphäre, in den Ozeanen, an Land, und es entspricht ziemlich exakt unserer inneren Körpertemperatur. Wenn Sie nämlich jetzt von hier aus auf die Straße gehen, wird Ihre Körpertemperatur weiterhin zwischen 36,5 und 37 Grad liegen, es sei denn, Sie sind hierher gekommen, weil Sie krank sind und Fieber haben. Da liegt sie vielleicht bei 39 Grad. Dann werden Sie sich ziemlich unwohl fühlen. Und so ist es mit der planetarischen Mitteltemperatur. Legen Sie 2 Grad drauf, dann hat die Erde Fieber. Legen Sie 5 Grad drauf, ist das planetarische System am Sterben. So einfach sind die Verhältnisse. Und es ist ein möglicherweise
evolutionärer Zufall, dass diese innere Körpertemperaturregulierung ziemlich genau dem entspricht, was in der planetarischen Maschinerie vor sich geht. Also Sie sehen, wenn Sie jetzt wieder blöd angesprochen werden auf die läppischen 2 Grad, dann haben Sie eine gute Antwort. Aber die systemische Antwort, warum das Ganze wissenschaftlich notwendig ist, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu beschränken, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Das zunächst einmal hier, gestern bei den Investoren habe ich natürlich den Scherz nicht unterdrücken können, was Sie hier links sehen, ist die globale Mitteltemperatur. Ich habe gesagt, das ist nicht die Aktie der Deutschen Bank. Die würden sich freuen dort in Frankfurt am Main, wenn die diesen Trend zeigen würde, weil erkennen Sie einen Trend? Ich glaube schon. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Erderwärmung, ich kann da nichts erkennen. Im Gegenteil, die sagen, ach, seit hier haben wir eine Abkühlung. Das wird tatsächlich so, und Sie sehen, hier ist es noch mehr vergrößert seit 1950. Natürlich, diese Spikes nach oben, das sind El Niño-Ereignisse. Da gibt der Ozean netto noch mehr extra Wärme ab, dann erwärmt sich die Atmosphäre besonders. Das war das letzte große Ereignis und natürlich geht es hinterher die La Niña-Phase ein bisschen runter, aber Sie sehen insgesamt, haben wir eine ganz klare Tendenz nach oben. Dann gab es in den 70er, 80er Jahren eine Debatte über globale Abkühlung. Das hat zu tun mit dieser Episode hier. Sehen Sie, nach dem Zweiten Weltkrieg gehen die globale Mitteltemperaturen ein wenig herunter durch so ein gewisses Plateau, um dann sich wieder ganz steil nach oben zu entwickeln. Inzwischen haben wir auch verstanden, woran das liegt. Es hat nämlich damit zu tun, dass mit der Globalisierung, mit der Verfügbarkeit billiger fossiler Brennstoffe, vor allem Öl aus dem Mittleren Osten, im Wesentlichen Strom generiert werden konnte, überall auf der Erde, vor allem aber in den entwickelten Ländern. Und es war sehr oft Kohle- und Ölverstromung in diesem Fall. Und das Abfallprodukt waren Schwefeltröpfchen, die in der Atmosphäre dafür gesorgt haben, dass das Sonnenlicht gedämpft wurde. Das heißt, die gewöhnliche Luftverschmutzung, die mit der ungefilterten Stromproduktion einherging, hat den Treibhauseffekt, der hier jetzt durchschlägt, maskiert für 2 Jahrzehnte. Ein kleiner Nebeneffekt war der saure Regen, der vor allem in Skandinavien Ökosysteme zerstört hat. Wie hat unsere Zivilisation reagiert? Wir haben Filter eingebaut in die Kraftwerke. Wir haben das Schwefel herausgefiltert. Dadurch haben wir aber die Maske weggenommen, die die Erderwärmung sozusagen unterdrückt hat. Und nach dieser Episode, indem wir die Luft reiner gemacht haben, damit unendlich viele Baudenkmäler gerettet haben, überall auf der Welt, durch die Luftverschmutzung angegriffen waren, die Akropolis genauso wie der Stephansdom und so weiter, dadurch haben wir der Erderwärmung quasi freien Lauf gegeben. So kompliziert sind die Dinge in der Umwelt. Ne? Man hat Pest mit Cholera bekämpft. Die Cholera haben wir jetzt überwunden, aber die Pest ist uns geblieben. Und die Pest entwickelt sich immer schneller in diesem Fall. Ja, wenn man aber jetzt sagt, dieses Bild von der globalen Mitteltemperatur, das ist mir immer noch nicht überzeugend genug, das geht auf und ab, das zappelt hin und her, dann müssen Sie sich die Ozeane anschauen. Die Ozeane puffern natürlich die Temperaturschwankungen viel stärker. Das ist ein ungeheuer großes Reservoir. Nur als Beispiel, in der obersten Schicht der Ozeane, in den obersten 3 Metern, ist so viel Wärme gespeichert wie in der gesamten Atmosphäre. Die Ozeane sind aber bis zu 11.000 Meter tief. Und inzwischen sind wir in der Lage, genau den Puls zu fühlen der Ozeane. Es gibt inzwischen über 3000 Floats, heißt es im Englischen, Tauchsonden, die ununterbrochen bis zu 2000 Meter Tiefe abtauchen. Wenn sie auftauchen, senden sie ihre Daten an Satelliten, die sie wieder in die Rechenzentren weitergeben. Das ist die sogenannte Argo-Flotte, eine fantastische wissenschaftliche Entwicklung. Und
wir wissen inzwischen genau, was in den Ozeanen vor sich geht. Nicht? Was wir sehen hier, das ist jetzt die mittlere Temperatur, der Wärmegehalt in diesem Fall in Zeta Joules, was eine unvorstellbare Größenordnung ist, wie sie sich seit 1940 entwickelt hat. Das ist hier der Mittelwert über 1981 bis 2010. In der Klimaforschung nimmt man fast immer Mittelwerte über 30 Jahre, das hat sich so eingebürgert. Und jetzt sehen Sie die Entwicklung des Wärmegehalts der Ozeane. Ja? Und Sie sehen, da wird noch so ein bisschen gezappelt. Und das ist die Entwicklung jetzt. Ja? Man sieht, es geht steil nach oben. Aber das ist eine solche ungeheure Wärmemenge, wenn die nach und nach weiter in die Atmosphäre abgegeben wird, nicht? Das kann man nicht mehr einhegen. Ja? Vielleicht gibt es folgende Illustration Ihnen eben auch ein Argument, das Sie dann im privaten Kreis verwenden können. Durch die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre, was eben zu dem verstärkten Treibhauseffekt führt, nimmt unser System, unser planetarisches System, jede Sekunde extra Energie auf. Und diese extra Energie pro Sekunde entspricht 5 Hiroshima-Bomben-Explosionen. Also jede Sekunde nehmen die Ozeane im Wesentlichen das Energieäquivalent von 5 Hiroshima-Bomben auf. Und dass das nicht gut gehen kann auf die Dauer, dass das planetarische System dann durcheinander kommt, ich glaube, das leuchtet jeden ein. Wir haben ein hoch ausbalanciertes System, Ozeane, Atmosphäre, Eisschilde, die großen Ökosysteme und so weiter. Und man schlägt mit dem Schmiedehammer drauf jetzt. Und das innerhalb von 2 Jahrhunderten im Wesentlichen. Das ist eine Anspielung, das habe ich von einer Website von DH Melbourne runtergeladen. Das sind Fotos oder Videoclips, die man in Australien jetzt aufgenommen hat, wo große Teile der bewohnbaren Flächen in Flammen standen, New South Wales, South Australia, Queensland, Victoria und so weiter. Das sind in gewisser Weise hochästhetische Bilder, aber es sind bisher an die 20 Millionen Hektar Land verbrannt dort. Das ist viel mehr, als was im Amazonasgebiet jetzt verbrannt ist im letzten Jahr. Und die Ironie, die bittere Ironie dabei ist, dass Australien das Kohleexporteurland Nummer 1 ist auf der Welt, dass die Regierung sich nach wie vor weigert, in irgendeiner Weise die Emissionen zu reduzieren, dass das aber der verwundbarste aller Kontinente ist. Und es ist tatsächlich so, dass bei ungebremsten Emissionen die Teile von Australien, die nicht zum Outback gehören, also zum ariden Inneren des Kontinents, unbewohnbar werden könnten. Der erste Kontinent auf unserem Planeten, der unbewohnbar werden könnte, wäre Australien. Und ausgerechnet dort glaubt man, dass die Zukunft, die Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum im Export von Rohstoffen liegt. Wenn überhaupt jemand also sich den eigenen Ast absägt, dann sind das die Australier. Inzwischen gibt es natürlich dazu eine Debatte und wer weiß, wie die nächsten Wahlen ausgehen. Aber Sie sehen, menschliche Trägheit und menschliche Dummheit ist nicht nur auf Europa beschränkt. Dieses Bild hat mich sehr berührt. Das stammt auch aus dem, ich glaube, Sydney Morning Herald in diesem Fall. Das ist keine Fotomontage, das ist ein reales Bild. Das ist ein Staubsturm, der gerade auf Canberra, die Hauptstadt, zurast. Und dieses Kind läuft da dem entgegen. Und ich habe das jetzt mit dieser Überschrift versehen, Where will our children go? Wollen wir, dass unsere Kinder oder Enkelkinder, für die wir uns krummlegen, damit sie die beste Ausbildung bekommen, nicht, die wir versuchen zu schützen vor allen möglichen Gefahren, wollen wir sie in so eine Zukunft entlassen? Ist das nicht völlig schizophren? Auch in Deutschland, in Europa generell, nicht nur in Australien, mehren sich die Extremereignisse. Das ist jetzt die Hitzewelle im letzten Jahr, die in Deutschland einen
neuen nationalen Rekordwert erreicht hat, 42,6 Grad. Lingen im Emsland, das liegt hier oben, also keineswegs bekannt als ein subtropischer Platz, ganz im Gegenteil. Auch ein sehr langweiliger Ort, aber ich hoffe, dass niemand aus Lingen stammt hier im Publikum. Wenn ja, müssen Sie sich melden, dann werde ich mich persönlich bei Ihnen entschuldigen. Aber jedenfalls gab es in diesem Jahr bei dieser Hitzewelle neue nationale Rekorde in Großbritannien, in Frankreich, über 45 Grad, in Belgien, in den Niederlanden und so weiter. Warum sehen wir die Erderwärmung? Ich habe Ihnen vorhin die Grafik gezeigt. Es ist bisher nur etwa 1,1 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau. Warum sehen wir schon so starke Extremereignisse inzwischen? Die sind übrigens für die Forstwirtschaft tödlich. In Deutschland ist der Holzmarkt kollabiert, mehr oder weniger. Borkenkäfer, Sturmschäden, Trockenheit, all diese Dinge. Also die Forstleute sind extrem alarmiert. Warum sehen wir jetzt schon bei diesem einen Grad Erwärmung diese Extremereignisse? Jetzt könnte ich wieder mein Fieberbeispiel bringen. 38 Grad Fieber, das spürt man schon ein bisschen, nicht? Das ist nicht mehr fieberfrei in diesem Fall. Aber hier gibt es eine physikalische Erklärung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Es hat mit dieser Struktur zu tun. Ne? Das ist jetzt von der NASA Satellitenaufnahmen, die man entsprechend homogenisiert hat. Das zeigt Ihnen den sogenannten Jetstream. Ja, das ist dieser Strahlstrom, der im Wesentlichen die arktische kalte Luft von der moderaten Luft in unseren gemäßigten Breiten separiert. Hier ist der Fokus auf Nordamerika. Irgendwann wird diese Animation stehen bleiben, jetzt hier. Und was Sie sehen, ist eine sogenannte Rossby-Welle, nach einem berühmten Klimatologen benannt, eine Ausbuchtung dieses Jetstream. Der rast mit so 200 bis 400 Stundenkilometer in 10 bis 12 Kilometer Höhe von Westen nach Osten. Und wenn man nach Nordamerika fliegt, kurz bevor man dann in die USA einschwebt, fängt das Flugzeug manchmal an, so richtig zu rütteln. Ne? Und möglicherweise sagt dann der Pilot hinterher, we just crossed the jet stream now. It was a bit bumpy, but it will be calmer now. Und dieser jet stream, wie gesagt, bildet manchmal diese großen Wellen aus. Das ist nicht weiter schlimm. Nach 2-3 Tagen ist diese Struktur über den Atlantik weggewandert. Aber was wir jetzt feststellen in den letzten Jahrzehnten ist, dass diese Wellen ortsfest bleiben. 4 Wochen, 6 Wochen, 12 Wochen. Das Dürrejahr in Deutschland 2018, da begann so eine Welle sich auszubilden. Hier rechts unten können Sie das sehen, das war die Struktur auf der Nordhemisphäre. Diese Struktur, die war wie eingefroren. Das begann im April 2018 und hat sich erst im Oktober aufgelöst. Und hier brannten sogar die skandinavischen Wälder, also eine Sache, die niemals zuvor passiert ist. Es fiel zusammen mit der Tatsache, dass sich ein 16-jähriges Mädchen auf die Stufen des Parlaments in Stockholm gesetzt hat, mit Namen Greta Thunberg. Und das war nicht zuletzt ausgelöst, ja, mit ihrem Pappschild Klimastreik, nicht zuletzt ausgelöst durch diese direkte Erfahrung, dass etwas geschehen ist, was in der Geschichte Schwedens nie zuvor geschehen ist. Warum ist das so? Nun, die physikalische Erklärung ist relativ simpel sogar. Die Arktis erwärmt sich viel schneller als der Rest des Planeten. Das hat mit dem Schmelzen des Meereises zu tun und so weiter. Es gibt sogenannte Rückkopplungseffekte. Der Jetstream wird aber getrieben durch die Temperaturdifferenz zwischen arktischer Luft und gemäßigter Luft. Und wenn die Temperaturdifferenz geringer wird, dann wird die Struktur schlaffer einfach. Sie ist weniger schnell und sie hängt sozusagen stärker durch. Und manchmal bleiben diese Rossby-Wellen inzwischen an den Kontinentalrändern einfach hängen. Also es ist, was Sie sehen ist, Erderwärmung heißt nicht nur, dass es überall gleichmäßig wärmer wird. Nein, die Strukturen in der Atmosphäre werden umorganisiert. Und deswegen erleben wir, wenn so eine Rossby-Welle von Süden nach Norden geht wie hier, dann kommt subtropische Luft bis zum Polarkreis hoch. Und wenn das stehen bleibt für 6 Wochen oder 8 Wochen, haben wir natürlich eine Hitzewelle, Trockenheit. Ja?
Wenn aber auf der Rückseite, wie hier in den USA das passiert, eine Rossby-Welle vom Pol quasi bis tief nach Mexiko, bis in die Karibik runterreicht, dann hat man Kältewelle, Überflutungen, starke Niederschläge und so weiter. Also Sie sehen, das Klimasystem ist ein ziemlich kompliziertes Biest. Und erst so langsam kommen wir dem auf die Spur. Nun, Erdsystemanalyse, der Moderator hat darauf hingewiesen, ich habe in frühen 90er Jahren dieses Konzept entwickelt, ein bisschen motiviert dadurch, wenn man sagt, und das war auch mein Beispiel mit der Körpertemperatur, ist das System Erde nicht zu vergleichen in gewisser Weise mit dem menschlichen Körper? Und die Entdeckung des menschlichen Körpers im 19. Jahrhundert ist ja auch eine absolut faszinierende Geschichte. Bis dahin hat die Medizin die seltsamsten Vorstellungen gehabt. Man dachte, das Wohlbefinden des Menschen hängt einfach davon ab, wie die verschiedenen Körpersäfte zusammenspielen. Die Galle und dergleichen. Da gab es eben den Melancholiker und den Sanguiniker und so weiter. Das war Esoterik letztendlich. Ein bisschen Empirie, aber im Wesentlichen eine philosophische Erklärung der Medizin, bis man entdeckt hat, den Blutkreislauf, die verschiedenen Organe, welche Rolle das Skelett spielt und schließlich dann am Schluss die Hormone, die Enzyme, all diese Dinge. Und im Augenblick sind wir in einer ähnlichen Phase. Wir lernen endlich kennen und begreifen diesen planetarischen Organismus, wenn Sie so wollen. Ich habe das hier als Cartoon quasi entwickelt, wie ich eine Vorlesung in Oxford gehalten habe, am Lineker College. Da habe ich mal versucht zu erklären, warum ist der Klimawandel überhaupt ein Problem, nicht? Wie gesagt, wenn wir gleichmäßig um 1 Grad die Temperatur überall anheben würden, würde das niemand spüren. Aber was wirklich geschieht, wenn Sie Fieber haben, 39 Grad, wenn das Fieber steigt auf 40 oder 41 Grad, dann werden nach und nach die Organe im Körper versagen. Vielleicht als erstes die Nieren, oder die Leber, irgendwann das Herz und dann tritt der Exitus ein. Und das sind gewissermaßen hier die lebenswichtigen Organe unserer globalen Umwelt. Also den Jetstream habe ich schon angesprochen. Sie haben andere Zirkulationsmuster wie den Sommermonsun hier in Indien, Westafrika. Sie haben die großen Ökosysteme hier, das Great Barrier Reef, der Amazonas-Regenwald, natürlich die Eisschilde und dann zum Beispiel eben auch hier den Golfstrom, die thermaline Zirkulation, die Westeuropa im Wesentlichen mit milder Wärme, mit wilder Temperatur, mit milder Energie versorgt. Sonst hätten wir nämlich hier in Mitteleuropa, gehen Sie einfach mal auf einen Breitengrad, sagen wir mal von München rüber, über den Atlantik, wo landen Sie? In Alaska. Und dort sind die Temperaturen nicht so angenehm. Dass das nicht der Fall ist, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass der Golfstrom ununterbrochen mildes, warmes Wasser nach Europa treibt. Nicht? Und all diese lebenswichtigen Organe des Planeten würden nach und nach in einen neuen Zustand gekippt werden, wenn wir die Erde erwärmen. 1 Grad, 1,5 Grad, 2 Grad. Die Frage ist jetzt die entscheidende, wann passiert was? Wann kippt der Amazonas-Regenwald? Wann verenden im Grunde genommen die Korallen, die tropischen Korallen im Great Barrier Reef? Wann fängt der indische Monsun an, sich umzuorganisieren? Und wann schließlich fangen die großen Eisschilde an zu schmelzen? Und wenn sie schmelzen, dann schmelzen sie auf unumkehrbare Weise. Das sind die entscheidenden wissenschaftlichen Fragen, denen wir uns heute stellen. Nicht? Und geben wir nur ein Beispiel hier, Grönland, die beste Schätzung im Augenblick ist, dass irgendwo zwischen 1,5 Grad und 4,5 Grad etwas Irreversibles geschieht. Und Sie sehen wieder, 2 Grad ist keineswegs eine sichere Marke. Da könnte schon was ins Rutschen geraten, was dann am Schluss 7 Meter Meeresspiegelanstieg bedeutet. Ich habe das zusammengefasst in einer Arbeit, in einer Grafik. Und es gibt ja bei jedem Vortrag so einen Moment, wo man entweder unaufmerksam war oder aufgepasst hat, so wie in der Schule ein bisschen. Jetzt ist dieser Moment.
Also, seien Sie aufmerksam und wenn einer Ihrer Nachbarn zwischen eingeschlafen ist, dann setzen Sie Ihren Ellenbogen ein. Ne? Das wäre doch schade, wenn man den entscheidenden Punkt nicht mitkriegen würde. Ja? Also es ist tatsächlich, die Grafik sieht ein bisschen kompliziert aus, aber sie wird sich schnell erklären und ich spreche sie einfach mal mit Ihnen durch. Also zunächst einmal haben wir hier die Zeitachse, das ist das Jahr 2000, das wäre das Jahr 2500. Hier haben wir Beginn unserer Zeitrechnung und dann gehen wir hier 20.000 Jahre zurück. Das ist die globale Mitteltemperatur, wie sie sich rekonstruieren lässt inzwischen. Hier wäre der vorindustrielle Wert. Und Sie sehen, während der letzten Eiszeit, übrigens die großen Seen im Voralpengebiet, das sind einfach nur die Schmelzwasserpfützen des großen Eisschildes, das die Alpen bedeckt hat. Ob es der Gardasee ist oder der Neusiedlersee oder was auch immer, der Chiemsee. Während der letzten Eiszeit war die globale Mitteltemperatur nur ungefähr 3 Grad geringer als vorindustriell. Nur 3 Grad Unterschied. Ja? Und trotzdem waren große Teile der Nordhemisphäre vereist. Dann hier gehen wir weiter. Vor etwa 11.000 Jahren tauchte der Planet aus der letzten Eiszeit wieder auf. Und das ist der Beginn der menschlichen Zivilisation. Der Homo sapiens existiert seit etwa 300.000 Jahren. Aber er hat sich quasi nur in kleinen Gruppen organisiert. Jäger, Sammler, 30, 40 Personen, Familien, die ständig unterwegs waren, um Nahrung zu finden, Wild zu jagen, wie auch immer. Der Beginn der Zivilisation ist hier. Sie sehen, dass das Klima plötzlich extrem stabil wird, sogenannte Holozän. Und hier etwa sind die ersten Siedlungen, die Landwirtschaft wird erfunden, die Viehzucht und so weiter. Bis wir dann schließlich hier mit der industriellen Revolution die Moderne hervorbringen. Das war das Window of Opportunity für die Zivilisation. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, 800.000 Jahre, 2,5 Millionen Jahre, war das Klima niemals so stabil wie in dieser Phase. Das war die Gelegenheit, wo der Homo sapiens die Kultur hervorbringen konnte. Eine einmalige Chance. Und wie geht es jetzt weiter? Nun, hier ist aufgetragen, die verschiedenen Szenarien, was geschehen kann, wenn wir zum Beispiel jetzt Klimaschutz vorbildlich betreiben, dann würden wir die Erderwärmung tatsächlich bei 1,5 Grad stoppen können. Da müssten aber massive Maßnahmen in allen Bereichen erfolgen. Hier ist übrigens der Pariser Korridor, 1,5 bis 2 Grad eingetragen. Und wir befinden uns im Augenblick auf welcher Entwicklungslinie? Nun auf dieser hier. Das heißt Business as usual. Und wenn man jetzt einfach schaut, wo gehen die Emissionen hin, dann sind wir auf diesem Weg. Und jetzt können Sie hier rübergehen, es würde heißen im Jahr 2500 8 Grad Erwärmung. Denken Sie an das Fieberbeispiel. Bei 45 Grad Körpertemperatur würde man sich nicht mehr sehr wohl fühlen. Und hier sind jetzt aufgetragen, und das ist der springende Punkt, die Korridore, die Temperaturkorridore, wo die verschiedenen Elemente kippen würden. Und Sie sehen, das sind zum Teil große Fehlerpalten. Das ist jetzt das, was die Wissenschaft weiß im Augenblick. Wir machen Ihnen nichts vor. Wir sagen nicht, das wird geschehen. Wir sagen, mit all den Ungenauigkeiten, Messungenauigkeiten, Modellungenauigkeiten, Prozessungenauigkeiten, gehen wir davon aus, dass hier der westantarktische Eisschild zwischen tatsächlich 1 Grad und 5 Grad abschmelzen wird. Allerdings Teile sind bereits instabil. Ich habe vorhin gerade gesehen auf meinem iPhone, auf dem Guardian, auf der Webseite, dass in der Antarktis am 9. Februar, also vor wenigen Tagen, zum ersten Mal eine Temperatur über 20 Grad gemessen wurde. 20,75 Grad in der Antarktis, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Und die Leute dort, ist glaube ich eine brasilianische Messstation, haben ihren Augen nicht getraut. Das heißt, die Westantarktis, da werden Teile wahrscheinlich schon jetzt sich im Schmelzen befinden. Dann kommt hier Grönland und hier sehen Sie die Korallenriffe und da ist eben die traurige Nachricht. Wir gehen fest davon aus, dass bei 2 Grad Erderwärmung die tropischen Korallenriffe verschwinden würden. Wenn jemand mal das Glück hatte, in einem tropischen Riff zu schnorcheln,
Ich glaube, es gibt keine schönere sinnliche Erfahrung auf diesem Planeten. Das werden unsere Nachkommen nicht mehr erleben. Und zwar fast ganz egal, was wir tun. Ne? Das ist eine todtraurige Angelegenheit. Und dann kommen natürlich die Großunfälle hier, Amazonas, Regenwald, thermaline Zirkulation, sprich Golfstrom, Veränderung des El Niño-Phänomens. Und hier dann würde der ostantarktische Eisschmelzen beginnen, also etwa bei 4 Grad Erwärmung. Und das würde dann das Gesicht der Erde völlig verändern. Und ich will Ihnen einfach mal zeigen, wie das wäre. Genau, wir gehen hierher. Ich habe diese Karten bei der Münchner Sicherheitskonferenz letztes Jahr gezeigt, vor Dutzenden von Generälen und Verteidigungsministern und so weiter. Am Morgen wurde heftig über die Krim-Krise diskutiert. Und ich habe dann diese Grafik gezeigt und habe gesagt, wenn der ostantarktische Eisschild abschmilzt, sucht mal die Krim, das bleibt davon übrig. Das Problem hat sich weitgehend erledigt. Ne? Und es kam gar nicht gut an. Aber was noch weniger gut ankam, ich sagte, Brexit hat sich auch weitgehend erledigt. Ne? Naja, weil Sie sehen, was übrig bleibt, ist Schottland und Wales. Aber von Großbritannien, ich habe lange Zeit hier in Norfolk und Oxfordshire gelebt, da bleibt nichts übrig, es ist so. Ein weiteres Problem, was ein bisschen unangenehm ist, ist das Problem Trump, erledigt sich auch weitgehend dann mit all seinen Anwesen in Florida. Aber was Sie hier sehen, ist natürlich schon bestürzend, nicht? Wie tief sozusagen diese Meeresbucht bis nach Texas hineingehen würde, wenn das Eis abschmelzen würde. Nun ist völlig klar, das geschieht nicht in 10 Jahren, auch nicht in 100 Jahren. Aber der Prozess ist unaufhaltsam. Wenn wir ihn anstoßen, und anstoßen würden wir ihn in den nächsten Jahrzehnten, kann ihn niemand mehr aufhalten. Ne? Wenn Eis schmilzt, dann sinkt es in noch wärmere Gefilde, dadurch schmilzt es noch schneller, es wird schmutziger, es wird rau, es absorbiert noch mehr Sonnenlicht. Wenn dieser Kipppunkt überschritten ist, gibt es kein Halten mehr. Das heißt, unsere Verantwortung reicht weit, weit in die nächsten Jahrtausende hinein. Das muss man sich vor Augen führen. Es geht eben nicht so, Schalter hin, Schalter wieder zurück. Es sind irreversible Vorgänge, nicht? Ja, und für Südostasien wäre das die Katastrophe schlechthin. Nehmen Sie sich irgendeine südostasiatische Stadt heraus, Singapur, Phnom Penh, Bangkok, wie auch immer. All das würde im Meer versinken und es würde bedeuten, dass bis zu 1 Milliarde Menschen woanders leben müsste, was man sich gar nicht vorstellen möchte in diesem Fall. Ich will das jetzt gar nicht weiter Ihnen zeigen, sondern ich habe ja vorhin die jungen Leute angesprochen und Greta Thunberg, die mit diesem Pappschild vor dem schwedischen Parlament saß. Wenn wir die Dimension der Verantwortung, die wir heute haben, ernst nehmen, dann können wir verschiedene Zeithorizonte betrachten. Wenn es um unsere Nachkommen geht, 2050, 2070, 2080, ich habe noch einen 11-jährigen Sohn, der ist 2008 geboren, da könnte, wenn die Medizin ihre Dienste leistet, wie zu erwarten, wenn er Glück hat, könnte er das Jahr 2100 erleben. Dann wäre aber unsere Welt schon eine völlig andere in diesem Fall. Ne? Und dass dann junge Leute auf die Straße gehen oder die Schule bestreiken, das ist absolut verständlich. Es geht darum, ob sie überhaupt eine Chance haben, eine lebenswerte Zukunft zu haben. Da hilft auch die beste Ausbildung nicht. Es hilft nichts, wenn ich meinen Sohn nach Harvard schicke, wenn er in einer zerstörten Umwelt leben muss. Das Interessante ist, wer zum ersten Mal den Treibhauseffekt fast korrekt berechnet hat mit Papier und Bleistift, war dieser Herr hier, Svante Arrhenius. Wir sind ja hier an einer Universität, die den Namen eines berühmten Gelehrten trägt, Johannes Kepler, der wirklich ein ganz großer war, meiner Ansicht nach deutlich höher einzustufen ist als Galileo Galilei, der hat immer von ihm abgeschrieben. Das ist tatsächlich so. Kepler war ein bescheidener Mensch, aber absolut genial. Aber dieser Herr war auch genial. Svante Arrhenius, geboren in Schweden, hat mit 2 Jahren Lesen gelernt und mit 3 Jahren Mathematik betrieben.
Sein Vater war Zollbeamter und er hat ihm immer über die Schulter geschaut und sich selber Mathematik beigebracht und hat 1896 mit Papier und Bleistift den Treibhauseffekt schon berechnet. Seit dieser legendären Arbeit wissen wir, was Sache ist im Grunde genommen. 1896. Ja. Und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis, seine Großnichte ist Greta Thunberg. Das ist vielleicht ein Hinweis, ein doppelter Hinweis, dass wir etwas unternehmen sollten. Ja, was jetzt ansteht, ist die Transformation. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn all diese Kippelemente dann wirklich aktiviert werden, die ich Ihnen auf dieser Karte gezeigt habe, dann werden wir transformiert werden von der Natur. Das ist einfach so. Dann wird es 100 Millionen Klimaflüchtlinge geben und eigentlich unsere gesamte Weltordnung wird sich verändern. Ob unsere Zivilisation das überlebt, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, wir werden transformiert werden. Oder wir schaffen es, die Transformation selbst zu gestalten. Und das heißt, dass wir eigentlich jeden Sektor, der durch die industrielle Revolution hervorgebracht wurde, also Energieerzeugung, Stromerzeugung, Mobilität, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Schwerindustrie und schließlich auch Baugewerbe. All diese Sektoren müssen wir in den nächsten 2-3 Jahrzehnten in einen nachhaltigen Modus überführen. Das ist eine viel größere Herausforderung als die industrielle Revolution, das war. Industrielle Revolution hört sich so nach Explosion an, aber die Wirtschaftshistoriker haben gezeigt, dass über 100 Jahre die industrielle Revolution nur ein Wachstum von 1,6% des Bruttosozialproduktes hervorbrachte. 1,6%. Ja. Die Textilindustrie, die führend war, wuchs ein bisschen schneller. Aber wir reden jetzt von Emissionsreduktionsraten, wenn wir die 1,5-Grad-Linie halten wollen, von etwa 8% pro Jahr ab 2020. Das ist eine größere Herausforderung. Ja? Das ist eine Transformation. Jetzt die interessante Nachricht und die gute Nachricht, gerade hier für diese Veranstaltung. Man hat im Grunde genommen die ganze gebaute Umwelt aus der Rechnung immer rausgelassen. Ja? Man hat immer davon gesprochen, Strom, klar, es gab in Deutschland die Einspeiseverfügung, Verordnung, die Solarenergie wird günstiger und so weiter. Aber zu Gebäuden fiel den ganzen Leuten nichts anderes ein, als irgendeine Fassadendämmungsverordnung zu erlassen. Ne? Also erst baut man mit Stahlbeton auf extrem nicht nachhaltige Weise und dann dämmt man das Ganze auch noch mit chemischen Schaumstoffen. Damit produziert man Schimmel und was weiß ich nicht alles. Also eigentlich die dümmste Art, überhaupt mit Gebäuden umzugehen. Warum nicht von vornherein mit einem nachhaltigen Material bauen, nämlich Holz? Und warum das aber eine geradezu geniale Sache ist, das will ich Ihnen jetzt erläutern. Nur noch, ich zitiere Angela Merkel, die ich seit fast 30 Jahren berate, in Davos, wo sie sagt, eben Klimaneutralität Europa bis 2050, das sind Transformationen von gigantischem historischen Ausmaß. Und wer Angela Merkel kennt, die nimmt sehr ungern große Worte in den Mund. Wenn sie das sagt, dann kann man das ernst nehmen. Wir haben hier eine Art Roadmap entwickelt in Science 2017, wo wir im Grunde genommen gesagt haben, wir haben das für alle Sektoren angeschaut, wirklich für alle Sektoren. Im Grunde genommen brauchen wir in allen Sektoren eine Halbierung des CO2-Ausstoßes jedes Jahrzehnt. Das ist ein exponentielles, nicht Wachstum, sondern es ist eine exponentielle Schrumpfung, die erforderlich ist. Das ist eine große Transformation. Und es gibt jetzt den Green Deal, der vorgestellt wurde. Ich habe für die Europäische Union in die verschiedenen Sektoren hineingeschaut mit diesem Gremium hier. Auftraggeber war der vormalige Forschungskommissar Carlos Moedas. Ich hatte den Vorsitz, wir hatten Finanzexperten, wir hatten Katia Bastioli, eine sehr erfolgreiche italienische Unternehmerin, wir hatten
vom University College in London, einen bekannten Ökonomen und so weiter. Das war das Gremium und wir haben uns alles Mögliche angeschaut, das überspringe ich mal. Ja, und dann sind wir darauf gestoßen, dass der Dreh- und Angelpunkt der Transformation die gebaute Umwelt tatsächlich ist. Warum? Nun, hier sehen Sie, Gebäude in der Bausektor sind für etwa 40% der direkten Emissionen verantwortlich. Wenn wir weiterbauen würden wie bisher, wenn alle geplanten Projekte mit Stahlbeton realisiert würden und die Gebäude dann auch entsprechend betrieben würden mit fossilen Brennstoffen, dann würden wir das sogenannte Kohlenstoffbudget, die Emissionsmenge, die wir noch zur Verfügung haben, um unter 2 Grad zu bleiben, schon zu 60% aufbringen. Hier dieser Hinweis und natürlich muss man dann fragen, wo wird gebaut? Und hier eine Tatsache, die wahrscheinlich wenige kennen. In China wurden in 3 Jahren, hier zwischen 2008 und 2010, so viel Beton verbaut wie im gesamten 20. Jahrhundert in den USA. Und in den USA stehen ziemlich viele Hochhäuser herum. Ne? Fahren Sie nach Manhattan oder wie auch immer. Also es ist eine fulminante, aber absolut erschreckende Entwicklung. Wenn im Bausektor nicht ein Übergang zu anderen Materialien, zu anderen Formen und zu anderen Funktionen erfolgt, haben wir keine Chance, das Pariser Abkommen umzusetzen. Das heißt, dieser lange vergessene Sektor ist der strategisch entscheidende Sektor überhaupt. Warum? Unter anderem wird der Sand knapp. Das hört sich verrückt an, aber die, die mit Beton zu tun haben, wissen, dass nicht jeder Sand genutzt werden kann, dass sie Grobkörnigen brauchen, Flusssand, Sand von den Küsten. Inzwischen gibt es eine globale Sandmafia, die versucht tatsächlich diesen für Betonmischen geeigneten Sand möglichst billig zu erwerben, oft illegal tatsächlich, indem dann in Ökosysteme eingegriffen wird und so weiter. Ja, und Abholzung aufgrund allein von Bergbauaktivitäten, die wiederum dann benutzt werden, um Eisenerz zu verhütten und so weiter, machen allein schon im Amazonasgebiet 9% aus. Jetzt kommt dann jetzt der entscheidende Punkt, was den Bausektor angeht. Wenn Sie Beton herstellen oder Stahl, Eisen, brauchen Sie natürlich große Mengen fossiler Energien, das ist klar. Daraus entstehen Emissionen. Aber selbst wenn Sie mit erneuerbaren Energien Eisenverhüttung vornehmen würden und Beton herstellen würden, Kalk brennen würden, würde man nicht entkommen diesen beiden chemischen Reaktionen. Nämlich hier haben Sie aus Eisenerz durch Zugabe von Koks in diesem Fall wird reines Eisen gewonnen und Sie sehen, es entweichen 3 Moleküle CO2. Und dasselbe gilt jetzt für das Brennen von Kalk. Unweigerlich chemisch, stöchiometrisch, wird CO2 abgegeben. Das heißt, selbst wenn wir erneuerbar das Ganze betreiben würden, hätten wir eine negative oder positive CO2-Bilanz. Und die entscheidende Überlegung ist, dass das bei Holz natürlich nicht passiert, aber dass Holz sogar noch zusätzlich CO2 speichert, das ist das Entscheidende. Das ist ein doppelter Gewinn. Und es ist eigentlich so offensichtlich und so einfach der Gedanke, wenn man sich fragt, warum das niemals in den Bilanzen des Weltklimarates aufgetreten ist. Da werden die absurdesten Techniken ausgedacht, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen könnte. Geoengineering, Olivin oder die Dolomiten kleinmalen und ins Meer schütten, also die absurdesten Dinge. Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Wissenschaftler alles für Blödsinn ausdenken können. Das gilt natürlich nur nicht für mich, das ist klar. Aber jeder hat seine schwache Stunde, glauben Sie mir. Nein, aber Holz hat diese Doppelgewinnstrategie. Sie vermeiden, wenn Sie Holz nehmen, eben all diese chemischen Reaktionen und den hohen Einsatz von fossilen Brennstoffen. Aber Sie können sogar durch Holz, in dem ein Baum wächst und er nicht verbrannt wird, sondern verbaut wird, für 5 Jahrhunderte vielleicht,
Dadurch reinigen sie sogar die Atmosphäre von CO2, ohne dass sie irgendwie eine Extratechnik erfinden müssten. Wir bauen mit dem besten, dem ästhetischsten Material der Welt, mit den besten thermischen Eigenschaften und ganz nebenbei haben wir einen Klimaschutzeffekt. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Ne? Es ist erstaunlich, wie ich vor 10 Jahren diese Idee mal so versucht habe, in der Community zu verbreiten. Ich kann mich noch gut erinnern, habe ich mit der damaligen deutschen Umweltministerin gesprochen und sagte, ja, hört sich interessant an, aber das muss eigentlich Blödsinn sein. Ne? Also sonst hätten das ja schon längst Leute gemacht. Ja? Und dann kam natürlich das Argument, auf das ich dann kurz noch eingehen werde, ein bisschen Zeit habe ich noch, wo ist der gestrenge Leiter? Der wird mir dann irgendwann so ein weißes Blatt vor die Augen halten, aber noch ist es nicht so weit, ja? Bisschen Zeit habe ich noch. Nein, es ist eben so, dass natürlich, es kommen 3 Fragen eigentlich, wenn man über Holzbau redet. Erstes ist, was ist mit Brandschutz? Seit dem großen Brand von London 1666 lebt ganz Europa in einer Feuerhysterie. Alle glauben, Häuser brennen ab, wenn sie nicht aus Stahl und Beton gebaut werden. Die brennen oft besonders gut, leider. Das ist so, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Denken Sie an 9/11 in diesem Fall, die Twin Towers. Die zweite Frage ist Termiten. Und die dritte ist natürlich, haben wir überhaupt so viel Holz? Und diese Frage kann man angehen. Ich würde es diese Grafik und die Arbeit hier, die hier zitiert wird. Vor 2 Wochen haben wir das veröffentlicht in Nature Sustainability, hier diese Arbeit. Und ich empfehle allen, das vielleicht bei Nacht zu lesen, weil das ist die erste umfassende Analyse, quantitativ komplett durchgerechnet, wie viel Emissionen wir sparen, wenn wir zu Holzbau übergehen, wie viel überhaupt realistischerweise möglich ist, wie viele Emissionen zum Beispiel durch Leimung entstehen, das muss man ja gegenrechnen. Also die ganze Frage der Verleimung oder Verdübelung von Holz ist extrem wichtig. Da ist noch großer Forschungsbedarf. Und dann natürlich, wie viel würde gespeichert werden, wenn wir zum Beispiel das Holz natürlich in Plantagen bauen und anbauen und ernten. Und auch die Frage, wie viel ist überhaupt zur Verfügung. Und das kann man eigentlich alles zufriedenstellend beantworten. Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten. Nail Laminated Timber, sie nageln das Ganze zusammen, sie verkleben es, Glue Laminated Timber und wahrscheinlich die beste Methode, Cross Laminated Timber. Und jetzt einfach die Frage, wir haben 4 Szenarien durchgespielt, wenn alle neuen Gebäude inklusive Wolkenkratzer aus Holz gebaut würden, oder eben nur ein kleiner Anteil, 0,5%, 99,5% aus Stahlbeton. Dann fragen wir einfach, wie viel würde bei dem Holz in diesem Fall ausgestoßen werden, etwa durch Verleimung, wie viel wird gespeichert? Sie sehen, es wird deutlich mehr gespeichert als ausgestoßen. Und Sie sehen hier eine gigantische Menge, 16 Gigatonnen Kohlenstoff. Wenn Sie das in CO2 umrechnen, müssen Sie es mit dem Faktor 3,66 noch multiplizieren. Also da sind Sie im Bereich von 80 Gigatonnen, Milliarden Tonnen CO2. Das würde bis 2050 passieren. Und jetzt machen wir ein Szenario, wo wir 10% aus Holz bauen, 90%. Sie sehen, wie hier die Emissionen runtergehen. Hier die Verleimung und so weiter, der Ausstoß. Aber 2 Gigatonnen würden gespeichert. Dann gehen wir zu 50-50 und das, unser Lieblingsszenario natürlich, 90% würden aller neuen, wir reden noch gar nicht über den Altbestand, auch den könnte man ja substituieren, ne? Aber wir reden nur über neue Gebäude. Wenn 90% aus Holz errichtet würden mit geeigneten Konstruktionsmethoden, dann würden wir 22 Gigatonnen, Milliarden Tonnen reinen Kohlenstoff speichern, in diesen Gebäuden. Es ist enorm. Und Sie sehen, wie das Emissionsbudget aus dem Stahlbetonbau zusammenschrumpft. Das wäre tatsächlich ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz. Brandschutz habe ich schon angesprochen. Jeder, der mal versucht hat, im offenen Kamin einen richtig dicken Holzklotz in Brand zu versetzen,
der weiß, wie schwer das ist, nicht? Wenn die Oberfläche erstmal sozusagen verkohlt ist, ist das genauso feuersicher wie Stahl. Das weiß man inzwischen, ja, da gibt es die Versuche. Auf die Termiten gehe ich heute nicht ein, das ist nur 1056 hier, diese Pagode in China, 67 Meter hoch, aus Holz, steht immer noch. So, und dann noch Nachfrage, das will ich ganz kurz machen, weil dieses weiße Blatt ist mir inzwischen gezeigt worden. Wir haben also durchgespielt, wie viel Holz ist überhaupt verfügbar. Und das sind hier jetzt Abschätzungen, da gibt es große Fehlerbalken von der FAO, wie viel sozusagen an direkten Bauholz geerntet wurde im Jahr 2015. Sie sehen hier, das ist diese Linie und die totale Ernte, wenn Sie also Spanholz und alles mitnehmen, ist sehr hoch. Das ist aber die Menge, die wir nur brauchen würden, wenn wir 90% aller neuen Gebäude weltweit aus Holz produzieren würden. Sie sehen, es entspricht fast dem, was an Rundholz wirklich geerntet wurde. Und wenn man jetzt zu entsprechendem Waldmanagement übergehen würde, würden wir mehr als genug ernten können. Und der Sinn ist genau, Wald, Holz anzubauen, es zu schneiden, zu verarbeiten, zu speichern und dann natürlich nachwachsen zu lassen. Also wenn die Waldschützer dann kommen und sagen, ja, aber ihr schneidet ja die Bäume ab. Ja, das ist genau der Sinn der Sache, ja? Damit nämlich der Baum nachwachsen kann. Und damit reinigen wir nach und nach die Atmosphäre. Es ist eine fantastisch einfache Möglichkeit. Handwerklich wissen Sie selbst, tausende von Schwierigkeiten sind zu überwinden. Wir müssen traditionelles Handwerk wiederentdecken, wir müssen neue Techniken entwickeln, wir müssen integrieren. Herr Rössler wird darüber sprechen dann auch, wie das in einem ganzen Quartier passieren kann, nicht? Aber es ist eine fantastische Möglichkeit. Wer also Klimaschutz will, muss sich der Holzarchitektur zuwenden. Das sage ich nicht, weil Sie das von mir erwarten und mich deswegen eingeladen haben. Ich laufe seit 10 Jahren durch die Landschaft und versuche das klarzumachen. Und ich freue mich, dass an einem Ort wie hier, das längst schon verstanden worden ist und vorangetrieben wird. Ich schließe mit, das erspare ich Ihnen, mit diesem Bild hier. Den Herrn werden Sie nicht kennen, aber ich hatte die Ehre, in Potsdam lange Zeit sein früheres Büro zu benutzen, wo auch die Einsteinschen Feldgleichungen zum ersten Mal gelöst wurden. Und ich verwende sehr gerne dieses Zitat von Albert Einstein. Wir haben uns Probleme geschaffen, riesige Herausforderungen, das habe ich Ihnen versucht zu zeigen. Wenn wir mit den Denkweisen fortfahren, die diese Probleme hervorgebracht haben, haben wir keine Chance, sie zu lösen. Wir brauchen sowas, was wir im Englischen a new mindset nennen. Aber das Interessante ist, dass diese neue Denkweise oft die ist, die wir vor 1000 Jahren schon erfunden und entwickelt haben. Das heißt, durch die Geschichte hindurch müssen sich Tradition und Erneuerung die Hände reichen. Das ist das Entscheidende. Und mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer beende ich meinen Vortrag. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.